Hallo, guten Morgen. Eine neue Woche hat angefangen. Es ist Montag. Der Oktober ist bald vorbei. Yay, dann gehen wir in den November. Ihr kennt das gar nicht mehr hier, ne? Guten Morgen aus der Küche übrigens hier, ne? Der Teewahn. Aber ich habe mir jetzt endlich, da steht sogar noch eine Herzkirsche in angefangen, ne? Mal wieder meinen, yay, mediterranen Pfirsich gemacht. Deswegen bin ich nämlich eigentlich hier in der Küche. So sieht unsere Baustelle vom Haus jetzt aus. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennt, aber diese Fahrspur, die erste, die stadteinwärts führt, die ist komplett aufgerissen. Also nicht nur, dass sie die Asphaltdecke runtergenommen haben, sondern die nehmen auch das ganze Kopfsteinpflaster, was drunter liegt, auf. Macht auch Sinn, weil wir hatten hier nach dem Winter immer, besonders auf der anderen Seite, waren sehr dicke Furchen. Eigentlich sollte das Ganze in 8 Wochen weg erledigt sein, nämlich erst diese Seite nach 4 Wochen und dann die andere Seite. Gefühlt sind die jetzt schon seit 4 Wochen dabei und es passiert nicht wirklich was. Heute Morgen habe ich mal die Maschinchen ein bisschen gehört. Jetzt ist wieder Ruhe. Naja gut, es ist 10 vor 10. Mittagspause, nee, Frühstückspause. Man weiß es nicht. Ich mache quasi auch gerade Pause, weil ich mich entschieden habe, heute im Homeoffice zu bleiben. Ich habe gestern den ganzen Tag am Computer gesessen. War so nicht geplant auf den Sonntag. Aber ich wollte nämlich eigentlich nur ein Video schneiden. Achso, ich wollte eigentlich nur das Kreativvideo schneiden, was gestern online gegangen ist. Die Schneeflocke, die gut bei euch angekommen ist. Dann habe ich aber noch 2 andere Videos endbearbeitet, die Blogbeiträge geschrieben. Das ist, eine ist, wenn wir onstage sind, meine Swaps. Dass ihr die sehen könnt, dann sind wir eigentlich schon auf dem Heimweg von onstage. Und das andere war noch ein Projektset, was diesen Freitag online geht. Das habe ich endbearbeitet, da bin ich safe. Und dann habe ich angefangen, einen Blogbeitrag für meine Teammädel zu schreiben, um nämlich das Meet and Eat vom Samstag aufzuarbeiten. Ja, und ratzfatz war es 5 und ich habe immer Sven gesagt, ich koche noch, weil ich habe nämlich gestern mit dem Thermi gekocht. Sven hatte mir zwar angeboten, hat gesagt, so komm, lass uns das Wochenende die Küche kalt lassen, du hast Meet and Eat, du hast genug zu tun, musst du nicht noch kochen. Aber ich möchte halt wieder gerne mehr mit dem Thermomix kochen und 3 Tage hintereinander, Lieferservice muss ja nicht sein. Also habe ich gestern mit Mr. Thermomix, den Sven schon wieder in Ordnung gebracht hat, Gulasch gekocht. Das ist jetzt hier noch im Topf drinne, der Rest. Dazu werde ich noch Nudeln im Laufe des Tages heute kochen, damit Sven dann auch was mit zur Arbeit nehmen kann. So, das ist heute auf der To-Do-Liste. Und dann bin ich ja gestern nicht dazu gekommen, mein E-Mail-Fach zu bearbeiten, weil ich ja, wie gesagt, bis um 5 gesessen habe. Also ich war mit der ersten Runde Thermomix pünktlich zur Hochrechnung für die Prognose um 6 für die Wahl in Hessen vom Fernseher und habe dann nachher weitergekocht. 7:30 haben wir dann endlich gegessen. So ein Gulasch braucht halt auch Zeit. Gerade Rindsgulasch, das muss weich kochen, das dauert halt. Und die Vorbereitung ist auch nicht ganz ohne bei dem Rezept. So, und jetzt, wie gesagt, habe ich mich entschieden heute Morgen. Ich bleibe im Homeoffice, räume mein E-Mail-Fach auf, sehe zu, dass ich da so viel wie möglich wegkriege. Gestern war ja auch Sammelbestellung, das heißt, damit werde ich anfangen, die Bestellungen abzuarbeiten, Rechnungen zu schreiben, Reklamationen rauszugeben. Dann muss ich heute gegen Feierabend auf alle Fälle nochmal in den Laden, weil ich da noch was holen muss und nochmal was gucken muss, dass ich einer anderen Kundin nochmal Bescheid geben kann. Ja. Aber ich habe heute Morgen angefangen. Es ist nicht so, dass ich jetzt erst anfange. Ich habe, und das wandelt da und braucht noch 37 Minuten, einen neuen Vlog, den ich begonnen habe letzten Mittwoch. Den habt ihr, wenn ihr das hier seht, ja ohnehin schon gesehen. Mittwoch und Donnerstag und ich bin bei einer Stunde irgendwas. Einer Stunde 15. Er ist ziemlich lang geworden. Ich quatsch halt gern und es war halt viel zu erzählen. Und ich habe jetzt gesagt, komm, ich mache nicht wahnsinnig viel Shishi drumherum, Schnittbilder oder sonst irgendwas oder großartige Titel einfüllen. Ich schneide das hintereinander weg, guck nochmal, dass ich vielleicht ein paar Sequenzen rausnehme, vielleicht nochmal ein bisschen was Nettes dazwischen setze und ansonsten begleitet ihr mich einfach durch den Tag. Ich setze mich jetzt erstmal hier hin. Je, dann habt ihr den Wäscheständer gleich hinter euch, aber egal. Begleitet ihr mich einfach mal durch den Tag, so wie es kommt.
ohne großartige Planung. Und wenn dann zwei Tage zusammengeschnitten sind, sind zwei Tage zusammengeschnitten. Vielleicht ist es manchmal auch nur ein Tag. Dann ist es ein kurzer Vlog. Aber ich habe da echt Spaß dran. Ihr merkt, dass ich sitze heute schon wieder hier vor der Kamera. Was haben wir denn da im Hintergrund? Ein Pullover, Bettzeug, Müllecke. Aber das Zimmer wird ja bald gemacht. Ja, ich habe mich jetzt dann, wie gesagt, ich habe das Video erstmal geschnitten. Das wandelt jetzt, dann kann das nachher nämlich hochladen. Dann gehe ich da an den Rechner und in der Zwischenzeit habe ich mich ein bisschen fertig gemacht, weil ich schminke mich auch, wenn ich zu Hause bin. Und sobald das Video durch ist und mir nicht mehr den Rechner blockiert, fange ich an zu arbeiten und gucke mal in meine E-Mails und beginne damit meinen Tag. Also wie gesagt, ich weiß jetzt gar nicht, glaube ich, hatte Freitag und Samstag auch noch gedreht. Die werde ich vielleicht zusammenschneiden und mit heute einen neuen Vlog anfangen. Oder einen neuen Vlog. Wir werden das jetzt zukünftig nur noch Vlog nennen. Ich mache mir auch gar nicht mehr so viel Arbeit mit dem Thumbnail, sondern nehme euch einfach mit und quatsche. Und wenn ich mal viel zu quatschen habe, wird es mal länger. Wenn ich mal wenig zu quatschen habe, wird es mal kürzer. Wird auch nicht jeden Tag, nicht jede Woche kommen. Dann, wenn ich Lust habe, nehme ich euch mit. Das nächste Mal nehme ich euch auf alle Fälle mit, wenn wir zu Onstage fahren. Und das ist ja auch gar nicht mehr lange hin. Und die nächste Woche habe ich ja auch ziemlich viel auf dem Zettel, habe ich euch ja schon erzählt. Montag kommt der Maler. Wir werden euch mal hier mit durchnehmen, wenn wir das Zimmer fertig machen. Montag kommt der Maler. Dienstag muss ich zum Friseur und zum Zahnarzt. Am Donnerstag wird gepackt. Am Freitag geht es nach Berlin. Freitagabend haben wir ja schon eine Veranstaltung. Samstag und Freitagabend treffe ich mich auch mit meinen Mädels. Samstag ist die Hauptveranstaltung. Und am Sonntag freue ich mich schon drauf, mit meinem Neffen und seiner Verlobten frühstücken zu gehen mit Sven zusammen. Bevor unser Zug dann zurück nach Hamburg fährt. Da freue ich mich schon drauf. Aber davor ist noch viel Arbeit zu machen. Ich muss auch noch meine Teamswaps fertig machen. Samstag war übrigens ein toller Tag mit meinen Mädels. Das war echt toll. Das war sehr konstruktiv, sehr produktiv. Ist auch ein ewig langer Blogbeitrag geworden. Aber wenn sie durchhalten, ziehen sie vielleicht das ein oder andere auch mit raus. Wenn sie durchhalten, mit lesen. Und ja, das werde ich heute nochmal fertig machen. Zwei neue Teammitglieder habe ich auch, die ich noch freischalten muss. Das weiß ich noch nicht, ob ich das heute schaffe, aber das steht diese Woche auch noch mit auf dem Zettel. Und am Mittwoch ist ja schon Feiertag. Das heißt, Sven ist den ganzen Tag zu Hause und will beschäftigt werden. Nein, das war ein Scherz. Also er ist schon zu Hause, aber er kann sich auch sehr gut alleine beschäftigen, hat er ja gestern auch bewiesen. Mein Schwager war gestern kurzzeitig hier, kam ins Rhein und ich habe im Wohnzimmer mit dem Rechner gesessen, weil ich ja Videos bearbeitet habe. Und das Erste, was er sagte, wie, wo ist denn Alex, gar nicht am Rechner? Und dann ging er ein Zimmer weiter und sah meinen Stinkefinger, weil ich saß nämlich am Rechner. Das wirft ein Licht auf mich, egal. Nee. So, wir starten in den Tag, es ist jetzt Punkt 10, perfekt, um anzufangen. Mal gucken, wann wir uns das nächste Mal sehen. Ich trinke hier meinen mediterranen Pfirsich. Prost! So, ich muss jetzt erstmal hier Musik ausmachen. Sonst kriege ich Ärger mit der GEMA. Ding, ding. Ich höre nämlich gerade George Ezra. Geile Mucke. Wie kann ein so junger Mensch, ein so junger Mann, eine so sonore, erwachsene Stimme haben. Der ist einfach geil. Ich mag den total gerne. Und ja. George Ezra, Staying at Tamara's. Ist das Album, was ich gerade höre. Habe ich gerade entdeckt auf Amazon Music. Da kann ich ja kostenfrei streamen, weil ich habe ja Amazon Prime. Wieso bin ich eigentlich so blau? Es ist wahrscheinlich das Licht, beziehungsweise der Rechner. YouTube ist heute extrem langsam, aber mittlerweile ist der Vlog 17 hochgeladen und auch der 18er ist schon fast oben. Den stelle ich dann ab Mittwoch online. Muss ja nicht sein, dass ich den heute gleich wieder rausknalle. Der kommt dann zum Feiertag, weil ich keine Stempelklasse oder Dingsbums. Quicktip. Diese Woche online stelle. Ich muss mich auf ein paar andere Sachen konzentrieren. Ich habe nicht mehr viel Zeit bis Onstage, deswegen. So, nebenbei verfolge ich schon den ganzen Tag. Jetzt im Moment ist es stumm geschaltet, aber ich schalte mich dann immer mal rein, wenn was meiner Meinung nach Interessantes kommt. Nach der Hessenwahl hat es ja ein bisschen rumort. Gut, es war überfällig, aber das wären nochmal spannende Wochen, die nächsten Wochen. Ich sehe irgendwie ein bisschen scheiße aus, aber es ist egal. Ich werde mich jetzt jedenfalls antrecken und nochmal fix rüber in den Laden flitzen.
Mit Bestellungen bin ich durch. Ich habe noch ein paar E-Mails, die ich beantworten müsste und da auch mal durchsortieren müsste, was sich vielleicht auch schon überholt hat. Ja, da ist ein was, da kann auch einiges schon gelöscht werden. Besucher, wenn man mal irgendwie sowas auch mal. Das habe ich doch auch schon erstellt hier. Da muss ich mal aufräumen. Ich muss mal mein E-Mail-Fach aufräumen. Vieles von dem, was da drin ist, ist schon beantwortet oder ist nicht mehr up to date oder ist einfach nur Spam oder einfach nur danke, dass du dir so viel Mühe gibst. Manchmal ist das ja auch. Aber da versuche ich halt auch immer drauf zu antworten, aber manchmal passt das einfach nicht. Dann lösche ich es weg, weil es einfach zu viel ist und ich nicht hinterherkomme. Also für alle, die noch keine Antwort auf ihre Danke, E-Mail gekriegt haben, dass ich mir so viel Mühe mache. Ich lese das alles und ich freue mich über alles und habe vielen lieben Dank über euer Feedback. Das ist jetzt quasi so das Sammeldankeschön gewesen. Jetzt ziehe ich mich an, wackel mal rüber in den Laden. Sven wird vielleicht auch bald kommen. Der ist heute mit Auto wieder unterwegs. Und guck mal, es ist 16:30, ne? Und es ist schon fast dunkel draußen. Ihr seht das durch die Kamera nicht so, weil die immer das Licht immer noch ein bisschen ausgleicht. Aber ihr seht, ich habe hier schon volle Beleuchtung an. Oh Gott, und ich freue mich, wenn dieses Zimmer endlich mal fertig ist. Und letztlich habe ich heute wieder den ganzen Tag nur gesessen. Ich muss noch ein paar Nudeln kochen gleich, damit ich dann den Gulasch für Sven noch fertig machen kann. Heute Mittag habe ich ein bisschen was davon gegessen. Ein bisschen was ist gut, eine gute Portion. Die restlichen Semmelknödel von gestern sind damit auch weg. Ja. Eine Letter brauchen wir noch. Davon habe ich aber noch vom Teamfrühstück noch zwei Packungen im Laden. Die können wir erstmal leer machen. Bevor die schlecht werden, ich treffe mich ja dann auch erst Mitte Januar wieder mit meinen Mädels. Da können wir das Zeug mal mit hier rüberholen. Das werde ich nämlich jetzt gleich machen. Gucken, ob im Laden alles so im Rechten ist. Ich werde mich gar nicht lange aufhalten. Nachdem ich gestern den ganzen Tag durchgeschrubbt habe, bin ich auch froh, wenn ich heute mal ein bisschen früher Feierabend habe und den Feierabend mit Sven genießen kann. Ja? Darf ja auch mal sein, dass man auch mal als Ehepaar Zeit miteinander verbringt. Fussel. Dussel. So, ja, los jetzt. Ich werde jetzt mal rüber, ich habe es glaube ich schon gesagt, ne? Ich werde jetzt mal rüber in den Laden gehen und werde das, was ich an Bestellungen und an Papierkram schon fertig habe, das nehme ich gleich mit. Dann muss ich das morgen nämlich nicht schleppen. Und dann gucken wir mal, ob da alles okay ist. Und freuen uns auf morgen. Achso, das Flipchart muss ich noch abfotografieren, damit ich das für den Blog fertig machen kann, für den Teamblog, dann kann das nämlich auch erstmal online gehen. Und dann habe ich ja dann noch so eine Anfrage aus dem Team, die ich immer noch nicht beantwortet habe. Böse, 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 böse ablein. Nee, das werde ich jetzt auch gleich noch machen. Ja, und dann gehe ich mal rüber in den Laden. Wir sehen uns sicherlich später nochmal. Vielleicht ist Svenny dann schon da. Bis später. Leute, es ist kalt in Deutschland. Oh, da bin ich wieder. Ist echt eisig. Ich hab gedacht, so, oh, hast deine Leggings an, Flitze ist ja gleich drüben im Laden, ist ja nicht weit. Alter, Falter, ist das schattig. Aber ich habe die Chance genutzt und habe hier mal alle Fenster aufgerissen, die ich jetzt natürlich wieder zumache. Und wenn Sven da nämlich gleich pünktlich von der Arbeit kommen sollte, dann kommt eine warme Butze und muss nicht noch erst wieder kalte Luft reinlassen. Da wird er auch nicht gerade traurig drüber sein. Wie gesagt, ist ganz schön schattig in Deutschland. So, Heizung ist wieder an. Hier haben wir ja keine Thermostate. Huh. Habe ich in der Küche auch schon zugemacht? Nee. Da rollt der Feierabendverkehr. Ja, man hat das Gefühl, an der Baustelle hat sich nicht wirklich was getan, ne? Aber ich habe tatsächlich heute diese Raupe sich bewegen sehen. So einen Meter vor, einen Meter zurück. Ja. Uns soll es recht sein, sind die Nächte ein bisschen ruhiger. Weil hier natürlich nur der Verkehr in eine Richtung lang geht. Bad auch noch auf. Ah, guck mal, da seid ihr einmal mit mir durch unsere Wohnung gewatschelt. Wie gut, dass sie sauber ist. Schuhe aus. Oh, guck mal, Servas Karte liegt unten.
Jetzt ein bisschen gewindet. Nee, ist nur der Briefumschlag. So. Und dann sind wir wieder im Zimmerchen. Und wisst ihr, was ich jetzt mache? Ich mache mal was ganz Verrücktes. Ich mache heute mal um 5 Feierabend. Je. Das heißt, ist wirklich kalt draußen. Ich werde mich jetzt ausziehen. Kuschelsachen habe ich ja quasi noch an. Koche mir noch einen Tee. Habe ich alles, was ich eigentlich den ganzen Tag schon gemacht habe. Und werde mal ein bisschen Mädchenkram machen. Eine Gesichtsmaske. Ein Fußbad. Meine Fingernägel, die es nötig haben. Das werde ich jetzt alles mal in Ruhe machen. Bin ich ja gestern nicht zugekommen. Ach so, und dann werde ich dann, wenn die Maske drauf ist, ich muss noch Svens Nudeln kochen. Und ich habe eben noch mal das Flipchart fotografiert, dann werde ich den Beitrag für meine Teammädels noch online stellen. Also werde ich doch noch eine Stunde arbeiten und dann mein Mädchenkram machen. Ach, erstens kommt es anders und zweitens, als man denkt. Und morgen werde ich dann mal gucken, was da noch für E-Mails sind und morgens E-Mail-Fach aufräumen. Gucken, was da gelöscht werden kann, was schon längst beantwortet ist, was mir trotzdem immer noch ein schlechtes Gewissen machen, weil es da steht, weil man sieht, das E-Mail-Fach ist voll, dabei ist es schon längst bearbeitet. Ja, das werde ich morgen machen und mich dann auf den Feiertag freuen, an dem ich eigentlich nicht viel machen will. Nicht viel ist schon mal gut. Eigentlich und nicht viel bedeutet eigentlich, ist ein ganz normaler Arbeitstag. Aber es soll ja ein bisschen wärmer und schöner werden. Das heißt, vielleicht nutzen wir tatsächlich mal den Tag und fahren mal wieder ins Captain's Dinner runter an die Landungsbrücken. Das wäre natürlich schön. Das könnten wir machen. Muss ich mal gucken, was mein Mann dazu sagt. Der 31.10. ist ja der Jahrestag von unserem ersten Date. Da waren wir ja zusammen im Kino. Ach so, das wisst ihr noch nicht, weil das war in einem Vlog, den ich nicht hochgeladen habe. Ich bin auf YouTube über den neuen Trailer von Fantastische Tierwesen, Grindelwalds Verbrechen, gestolpert. Und da ist, glaube ich, am 13. November Kinostart. Und da habe ich bei meinem Mann angekündigt, dass ich dann ins Kino gehen möchte und vorher auf der Leinwand den ersten Teil von Fabelhafte Tierwesen nochmal sehen möchte. Da muss er jetzt durch im November. Aber das können wir nicht jetzt quasi Mittwoch oder zu unserem Jahrestag am Freitag machen oder zu unserem Hochzeitstag am Freitag. Erstens ist er bei der Weihnachtsfeier bzw. beim Geschäftsessen mit seiner Firma. Und ich fange an, das kleine Zimmer, das Müllzimmer, das Gästezimmer, die Abstellkammer auszuräumen. Das ist meine Aufgabe für Freitagabend. Während ich dann anrufe oder warte auf den Anruf, dass ich Svenny wieder abholen kann in Oststeinbeck. Ich sehe echt schlimm aus. Es sieht aber nur in der Kamera so schlimm aus. Nachher, wenn ich das schneide, sieht es nicht ganz so schlimm aus. Obwohl ich neulich, hat sich hier oben die Mascara total abgestempelt gehabt, ohne dass ich es gesehen habe nach dem Teamtreffen. Ja, sieht man, dass ich voll in Action war. Ganz viel geklimpert habe mit den Augen. Naja, und die CC-Cream deckt halt dann nicht meine rote Nase, meine rote Winternase ab. Das ist ein Erbe meines Vaters. Aber so ist er immer bei mir. Also die Nasenform nicht, aber alles, was sonst mit der Nase zusammenhängt. So, Feierabend. Ich mache jetzt noch was für mein Team fertig. Und dann mache ich Mädelsabend. Mädchenabend. Mal gucken, was Sven erzählt, wie sein Tag heute war. Und dann werden wir wahrscheinlich ganz viel Phoenix und NTV und sowas gucken. Um uns einfach mal zu updaten, was in der Politik gerade los ist. Ich habe ja da quasi, läuft ja immer noch mein Stummfernsehen da. Da werde ich aber auch gleich nochmal reingucken, mal sehen, ob es was Neues gibt. Obwohl, es dreht sich ja eh alles immer um das Gleiche. Da passiert ja jetzt erstmal nichts weiter. Es dauert ja ein paar Tage, bis dann was mehr passiert. So, und ich muss jetzt auf die Toilette. Too much information, ich weiß. Aber ich verabschiede mich, glaube ich, für heute. Es sei denn, Sven bringt noch eine Information mit, die ich dann unbedingt noch mit euch teilen möchte. Also, bis später. Hallo. Jetzt beginnt die Arbeitswoche. Nein, Quatsch, stimmt überhaupt nicht. Wir sind ja schon mittendrin. Eigentlich hat ja die letzte schon gar nicht aufgehört. Ich bin heute wieder ein bisschen später. Ach, hier ist die Uhr noch nicht umgestellt. Ich dachte jetzt eben, so viel zu spät kann ich jetzt aber auch nicht sein. Ja, es ist 10:30 nach dieser Uhr. Es ist aber erst 10:30. Aber Sven ist heute ja seit langem mal wieder mit Fahrrad unterwegs. Das heißt, er wird auf dem Rückweg hier vorbeikommen und dann kann er sich gleich mal mit meinen Uhren beschäftigen.
Erster Uhrenmeister. Schlüsselmeister, Torwächter, Uhrenmeister. Ja, ich bin jetzt gerade, ich habe mich heute Morgen ein bisschen verdattelt. Ich habe auch ein bisschen geschwollene Augen oder entzündete Augen, gereizte Augen, keine Ahnung. Ich habe gestern eine Maske gemacht. Alter, da habe ich gedacht, ich habe Beton drauf nach 10 Minuten. Eigentlich soll man die Reste mit einem Kosmetiktuch abmachen. Das ist eine klärende Maske, weil ich irgendwie so ein bisschen Unterlagerung hier habe, habe ich neulich gesehen. Was ich sonst nie habe, eine klärende Maske, und man soll die Reste nach 10 Minuten mit einem Tuch abnehmen und dann abwaschen. Ich hätte da mit der Drahtbürste rangehen können, um das runterzukriegen. Mit dem Abwaschen ging es dann nachher, aber da war nichts mit Tuch abnehmen. Reste, nein, die war wie Beton. Aber ich glaube, das sind ja reinigende Masken immer. Danach habe ich mir dann, dachte ich so, ja, dein Gesicht ist jetzt ganz schön ausgetrocknet, nimmst mal eine Hyaluron-Ampulle. Da habe ich dann so gemacht und ja, ich habe hier Falten. Wenn ich hier die Augen zusammendrücke, habe ich hier Falten. Ich bin ja nur auch schon Mitte 40. Aber Alter, das aus wie eine Zellophanhaut, so ganz gestrafft, wo ich dann sagte, sollte das eigentlich einen straffenden Effekt haben oder was war das? Also von Hyaluron habe ich da nicht viel gemerkt. Dann habe ich eine dicke Schicht von meiner Nachtcreme aufgetragen, die jetzt fast leer ist, und ich habe schon geguckt, wie ich sie nachkriege. Sie ist nicht ganz günstig. Die habe ich euch, glaube ich, mal in der Box vorgestellt, die Vichy Slow Age, das ist so eine braune, gelige, aber die riecht toll und die ist toll und die hole ich mir in der Originalgröße noch nach. Da habe ich heute Morgen ein bisschen recherchiert und wie gesagt, ich brauchte heute Morgen nochmal eine Feuchtigkeitsmaske, einfach ein bisschen, dass mein Gesicht wieder anfängt zu leben. Das musste ich heute Morgen machen, half nichts. Deswegen bin ich ein bisschen später, aber es ist nicht ganz so schlimm. Und dann habe ich gedacht so, oh ja, fängst an. Ich hatte vorletzte Nacht eine Idee. Oder vorvorletzte Nacht eine Idee für eine 12-Karten-bis-Weihnachten-Karte, die sich gut als finale Karte eignen würde. Und die schleppe ich seitdem mit mir rum, diese Idee. Und dann habe ich gedacht, je, jetzt gehst du wieder in den Laden. Gestern hast du den ganzen Tag Büro gemacht, muss ich heute auch noch ein bisschen machen. Fängst du gleich an mit Basteln, lässt der Kreativität freien Lauf. Nee. Ich weiß nicht, ob ihr das... Da steht noch... Ich habe ja hier noch ein Paket, was ich mir auspacken und gegebenenfalls weiter versenden muss. Obwohl, da sind Aktionsbestellungen drin. Das Paket ist auch nicht wahnsinnig schwer. Und ich glaube, der ein oder andere davon war auch ein Sammler. Das heißt, ich dürfte damit relativ schnell fertig sein. Ich muss nur erstmal meine Lieferscheine rausholen. Und ich hoffe, dass alles dabei ist und nichts wieder irgendwie fehlgeleitet ist. Im Moment haben wir relativ viele Reklamationen mit Fehllieferung. Ja, das werde ich als erstes machen und dann kann ich erst anfangen zu basteln. Ich hätte so gern gebastelt. Aber das kann ich ja nachher noch machen. Ja, ansonsten ist es diesig in Hamburg, kein blauer Himmel. Sollte ja besser werden. Ich habe mich heute auch etwas wärmer angezogen und ich merke jetzt schon, es wird wahrscheinlich zu warm sein. Ah, wieder mal ein Griff ins Klo. Aber mein Genick ist vielleicht warm, weil ich bin heute etwas höher geschlossen. Das ist übrigens ein Pullover mit Bluse. Habe ich letztes Jahr, das ist eine Jette Job-Kollektion, hat hier so eine schöne Stickerei drauf. Ich trage den Pullover nicht häufig. Unten ist übrigens am Pulloverende kommt die Bluse, die Fake-Bluse wieder raus. Ich habe heute auch wieder Jeans an. Und ich wusste gar nicht, dass ich so eine Jeans habe, dass ich diese Jeans habe. Ich habe mich gar nicht getraut, Hosen anzuziehen, weil ich dachte so von wegen, oh, bei uns sind Kalorien eingezogen, die Klamotten alle kleiner nähen. Ja, sie sitzt auch ein bisschen enger und es ist auch eine Jeans, die wahrscheinlich nur für den Notfall ist, wenn ich mal wieder explodiere. Aber ich habe wenigstens eine Jeans an. Eine, die nicht rutscht. Ich habe so eine Skinny Jeans, die hat das Problem mit meinen kräftigen Waden, die passt, aber die zieht mir irgendwie die Hose oben am Bund runter durch meine kräftigen Waden, weil sie da so eng sitzt. Ach, Informationen, die Welt nicht braucht. Wieso besteht eigentlich nur eine Brille hier oben? So, Nase läuft auch schon wieder und ich werde jetzt mal anfangen. Ihr habt euch tierisch gefreut, endlich mal wieder ein Vlog zu sehen. Ich hoffe, es wird euch nicht zu langweilig, weil morgen geht ja schon der nächste online. Der ist auch wirklich nur Labarababa und auch nicht so lang. Der wird ja auch nur Labarababa werden hier. Aber ihr wollt ja an meinem Tag teilnehmen und ihr findet das überhaupt nicht langweilig. Ich finde es grottenlangweilig, obwohl ich ja bei anderen auch zugucke und die dann auch sagen, ich finde meinen Alltag so langweilig und ich gucke trotzdem gerne zu, einfach um sich berieseln zu lassen. Achso, meine Fingernägel habe ich auch gemacht, mal in einem schönen Rot. Das ist ein
Sally Hansen Nagellack. Der hat so ein bisschen Perlmutt mit da drin. Also ich habe jetzt nicht die schönsten Nägel, aber sie haben sich einigermaßen wieder erholt. Und ich habe auch keinen Unterlack und auch keinen Überlack. Und ich habe festgestellt, im Moment halten die Sally Hansen Nagellacke bei mir ganz gut. Wenn ihr die Farbe wissen wollt, schreibe ich euch die mal in die Infobox. Aber mir war mal so nach richtig roten Nägeln. Mag ich auch mal. Nicht nur dieses Nude und Movige, sondern auch mal ein richtig schönes Rot. So, mal gucken, wie lange der hält. Testen wir mal. Heute Morgen frisch aufgetragen, 2 Schichten. Ohne Unter- und ohne Überlack. Und ich mache mir jetzt mal mein Hörbuch an. Beziehungsweise gucke, ob ich hier auch Amazon Music gestreamt kriege. Das wäre ja cool, wenn ich das über meine Sonos-Boxen auch laufen lassen könnte. Weil dann könnte ich mir George Ezra weiter anhören. Habe ich ja gestern entdeckt für mich. Das Album. Und ja, dann packen wir hier erstmal aus und dann fangen wir nachher an zu basteln. Essen habe ich mir auch mitgebracht. Ich muss aber heute nochmal für morgen einkaufen. Morgen ist Feiertag, geht die Welt unter, kriegt man nichts zu essen. Aber wir brauchen noch ein bisschen Brötchen fürs Frühstück. Und ein bisschen Essen. Wenn wir uns nicht wirklich entscheiden, aber dann kann ich das auch so noch weiter kochen, die Tage. Vielleicht kriegen wir einen Rappel und fahren morgen zu den Landungsbrücken und ins Captain's Dinner. Das wäre schon cool. Das hätte ich echt mal wieder Bock drauf. Das haben wir uns schon so lange vorgenommen. So als vorgezogenen Hochzeitstag. Wir haben ja am Freitag Hochzeitstag und morgen an Halloween haben wir Jubiläum. Und es ist jetzt 11 Jahre her. Ja. Vor 11 Jahren an Halloween hatten Sven und ich unser erstes Date. Das ist so irre. Ich kann mich deswegen so gut daran erinnern, weil wir im Kino waren. Wir haben damals Ratatouille geguckt. Und ich muss mir erstmal die Nase putzen. Moment. Ach, wir waren im Kino und haben Ratatouille geguckt und waren beide knapp bei Kasse. Und ja, selbst die Cola konnten wir uns nicht so wirklich leisten. Aber die Eintrittskarten hat Sven sich nochmal irgendwie so abgespart. Ja, es gab bei uns auch andere Zeiten. Und dann sind wir den Abend ins Kino und wir haben uns gestern Abend noch unterhalten, ob das der Abend war, wo er mir den Knockout verpasst hat. Und ich bin der Meinung, dass ja, weil ich weiß, dass er mich nach Hause gebracht hat mit dem Auto, wir uns im Auto verabschiedet haben, noch vor meiner alten Wohnung. Da konnte man nämlich eigentlich nicht parken. Deswegen, er ist der Meinung, dass das später war, aber wir waren ja seit dem 2. November nicht mehr wirklich getrennt. Dann gab es ja ganz lange nur 1 oder 2 Nächte, wo wir getrennt waren. Wir waren ja schon gleich sehr eng und wie ein altes Ehepaar seit unserem ersten Date. Und deswegen bin ich der Meinung, dass er mich nach unserem ersten Date nach dem Kino nach Hause gebracht hat. Und er wollte nochmal im Auto den Arm um mich legen. Und ich bin aber im gleichen Moment mit dem Kopf nach vorne und dann hat er mir dütsch einen mit seinem Ellenbogen mitgegeben. Da habe ich dann erstmal so hier unten drunter, habe ich erstmal Sternchen gesehen und ja, ich habe ihn trotzdem geheiratet und bin sehr glücklich, dass ich ihn habe. Und ich bin der Meinung, das war an unserem ersten Date. Sven meint, das wäre später gewesen, aber ich bin fester Überzeugung, dass es an unserem ersten Date war, weil anders hätte es nicht mehr sein können. Ja, und am 2. November sind wir dann schön essen gegangen. Ich habe ihn von der Arbeit abgeholt, damals lebte noch Ruschi Cicero, der hatte nämlich gerade da im Netherfeld beim Mediamarkt eine Autogrammstunde und deswegen bin ich hingefahren und dann hat er mir seine Autoschlüssel in die Hand gedrückt und hat gesagt, ach, hol mich doch heute Abend nach der Arbeit ab, gehen wir schön essen und starten ins Wochenende. Ja, da habe ich auch gedacht so, Junge, du kennst mich doch eigentlich gar nicht, gibst mir deine Autoschlüssel hier und los geht's. Ja, seitdem sind wir uns zertrennlich. Wir waren auch schön essen. Wir haben uns was bei McDrive geholt. Oder war es Burger King? Auf jeden Fall was. Nee, ich glaube, es war McDrive. Hm, genau. Für mehr hat die Zeit dann nachher nicht mehr gereicht. Ah, wollen wir nicht aus dem Nähkästchen plaudern. Also wie gesagt, und es war, das Witzige war, es war auch ein Mittwoch, der 31.10. Und unser Jubiläumstag und unser Hochzeitstag, also unser Kennenlernt, also unser Starttag, das Startdatum der 2.11. war damals auch ein Freitag. Ist witzig, oder? Also wiederholt sich das, ja. Ach, schon verrückt. Wir haben eine besondere Beziehung zu Halloween. Ratatouille. So, jetzt habe ich ja schon wieder genug gequatscht, ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert und ja.
Ich starte jetzt mal, ich fange jetzt mal an zu arbeiten. Ihr merkt, manchmal habe ich so Schwierigkeiten loszulegen. Aber wenn ich dann erstmal losgelegt habe, dann geht das auch richtig los. So, und jetzt wird nicht mehr prokrastiniert, jetzt wird gearbeitet. Ja. Ich weiß nicht, 2 Stunden später, ja, 2 Stunden später sieht das auf meinem Tisch so aus. Ohne euch die Karte zu zeigen, ich habe sie jetzt fertig. Aber das hat echt gedauert. Und ganz so, wie ich sie mir vorgestellt habe, ist sie nicht geworden, aber sie hat was. Ich muss da nochmal eine Nacht drüber schlafen. So, Harry Potter habe ich zwischendurch auch weitergehört. Da oben zeigt es jetzt 5:01, das heißt, es ist 11:55. Gleich gibt es Mittag. Das ist ein Insider zwischen Sven und mir. Ich gehe mal hier mit meinem Essen runter. Ich habe noch einen Rest. Oh Gott, meine Spülmaschine, ja, die Sachen müsste ich auch nochmal hochräumen. Ich habe mein Unterhaltungsprogramm dabei. Von gestern noch. Oh, könnt ihr das sehen? Den Rest Gulasch. Ich habe ein Nudelsammelsurium zusammengekocht. Sven hat die größere Portion, also ein bisschen mehr Gulasch. Ich hatte gestern ja schon. Und jetzt geht das Ganze hier in die Mikrowelle. Glasschüsseln sind übrigens von Ikea. Die haben wir uns neu zugelegt. Sven nimmt sich ja jeden Tag sein Essen mit. Und Sven nimmt sich ja jeden Tag sein Essen mit und wir wollen, wie gesagt, weg von Plastik, aber wir haben halt immer noch einen Plastikdeckel. Die sind ganz schön schwer, aber er sagt in seinen neuen Fahrradtaschen, die er zum Geburtstag bekommen hat, ich habe übrigens auch meine Energy Balls dabei, passt das ganz gut rein und er muss es ja auch nicht wirklich schleppen, sondern er muss ja nur, oh, mein Genick, er muss ja nur die Tasche vom Fahrrad nehmen und wenn ich mich mal konzentrieren könnte, was ich jetzt hier sagen will, also er muss die Tasche ja nur vom Fahrrad nehmen und reintragen und da muss er ja nicht so viel durch die Gegend schleppen. Bei mir ist das schon ein bisschen anders, weil mein Rolli ist ja an sich schon schwer. Au! Älter werden ist nichts für Feiglinge, ich sag euch das, aber ich habe jetzt wie gesagt 2 Stunden an dieser Karte rumgefummelt, und um das nun hinzukriegen und die ganze Zeit nach unten geguckt und da ist mein Genick natürlich wieder da. Jetzt überlege ich, au, au, ich will hier nicht voll jammern, aber das, oh, das ist gerade richtig verspannt, wie fies. Ja, da wird heute wieder mein Thermacare-Pflaster fällig. Hilft ja nichts. Oh, meine Hose ist ein bisschen eng. Jetzt, wo ich sitze. Oh, oh, scheiß Kalorien. Ja. Meine Weihnachtskartenserie. Es wird sie auf alle Fälle geben. Und es wird sicherlich auch schöne Karten geben. Aber ich habe Schwierigkeiten, in den Flow zu kommen. Ich habe echt Schwierigkeiten, Karten zu entwickeln. Ich weiß nicht, was das ist. Neulich schrieb ja jemand so von wegen, wenn sie im Moment Schwierigkeiten mit ihrer Kreativität hat, soll sie einfach mal eine Pause machen. Wumms, dann habe ich natürlich die Schneeflocke hinterher geschoben, wo ich dann sage, so, ich habe keine Probleme mit meiner Kreativität und ich habe auch keine Flaute. Aber ich tue mich, ich komme irgendwie nicht so richtig in den Weihnachtsflow rein. Jetzt fragt ihr euch, was ist denn daran keine Flaute? Ja. Man selber setzt ja an sich auch so ein bisschen den Anspruch, immer besser zu werden und so ein paar schöne Karten rauszuhauen, damit die Serie nicht langweilig ist. Und das ist so ein bisschen wie, meine Mutter ist ja Floristin, das wisst ihr ja, und natürlich mein Brautstrauß damals, da habe ich gesagt, also zumindest den für die kirchliche Hochzeit, Mutti, den machst du. Und damit hat sie sich extrem schwer getan, weil sie gesagt hat, oh, alle wissen, dass ich Floristin bin und dass ich deinen Brautstrauß mache. Und ich sage, Mutti, du hast schon so viele Brautsträuße in deinem Leben gebunden. Ich weiß, dass der schön wird. Und ich verlasse mich da auf dich. Und da hat sie sich selber unter Druck gesetzt, weil sie dann sagte so von wegen, es soll ja was Besonderes werden. Erstens ist es für die Tochter. Zweitens weiß jeder, dass sie den Strauß gebunden hat und guckt extrem drauf, so von wegen, na, kann sie es dann noch so auf die Art, ne? Wo ich dann, man macht sich manchmal selber so den Druck, ne? Und der war traumhaft schöner Brautstrauß, ne? Passte super zu mir. Und hatte auch was Spezielles, dadurch, dass es so ein Zepterstrauß war mit langem Gras unten dran und rote Rosen natürlich.
Ja, aber ich glaube, in demselben Dilemma befinde ich mich gerade, dass ich denke, ich muss was Besonderes raushauen, aber im Prinzip jede Karte, die ich mache, ist was Besonderes. Und das soll jetzt nicht hochtrabend klingen, sondern es ist einfach so. Jede Karte oder fast jede Karte, die ich fertig mache, gefällt mir persönlich auch, weil es ist ein Teil von mir. Aber man selber setzt sich irgendwie so komisch unter Druck und das muss ich gerade mal ein bisschen ablegen. Und einfach mal ganz sutsche, ganz entspannt da rangehen und sagen so von wegen, ich werde heute nur mal Ideenfindung machen und heute mache ich nichts anderes, als kreativ zu sein und mit den Sachen zu spielen. Nun ist es ja auch ein weites Feld, wir haben ja viele Produkte, jedes will irgendwie bespielt werden. Ich versuche ja auch wirklich, es breit gefächert aufzustellen und für jeden was dabei zu haben, was Modernes, was Klassisches, was vielleicht Unerwartetes, was man mit manchen Sachen machen kann. Ja. Ich muss vielleicht auch mal meinen Embossing-Föhn rausholen, weil Weihnachten ist ja Embossing-Zeit. Mir wird noch was einfallen. Ich habe ja jetzt damit dann auch schon 3 Karten fertig. Also die ersten 2 hätte ich ja auf alle Fälle. Damit wäre ja schon mehr als die Hälfte der nächsten Woche abgedeckt. Und der Schnitt von den, also das Abdrehen und auch der Schnitt von den Videos, das dauert ja nicht so ewig lang. Dann läuft der Zeitraffer, da läuft Musik. Da muss ich nicht großartig was zu erklären. Das heißt, ich kann das auch an Tagen machen, in denen mein Sprachfluss irgendwie nicht der beste ist. Wieso? Oft und wie heute auch schon wieder. Aber ich muss mir da mal was einfallen lassen und ja, mich einfach mal vor meinen Bastelschrank stellen, gucken, was haben wir. Vielleicht muss ich auch die Sachen mal vor mir aufbauen, die Papiere, die Stempelsets, die Farben, wo ich hin will, in welche Richtung. Das war heute auch echt schwierig, so von wegen, welche Farben nehme ich, welches Designerpapier nehme ich. Und dann habe ich hier mit rumgespielt und damit rumgespielt und nee, das wirkte nicht stimmig und ich weiß noch nicht, ob ich die Karte, ob sie mir wirklich so gefällt, wie sie jetzt fertig ist. Ich hatte es mir ein bisschen anders vorgestellt von den Dimensionen her, aber das sieht man natürlich erst, wenn man es macht. Aber ich will mich jetzt nicht so lange an dieser Karte aufhalten. Mein Essen hat geplinkt. Das heißt, ich werde mir jetzt mal mein Essen holen und erstmal Mittag machen und vielleicht nochmal in Ruhe durch den Katalog blättern und gucken, ob mir eine Idee in den Kopf schießt. Ich will jetzt nicht bei Pinterest wühlen, weil ich möchte ja auch nichts kopieren. Es soll ja schon tatsächlich auch eine Idee von mir dabei sein. Also alle 12 Ideen sollen ja von mir sein. Deswegen werde ich jetzt erstmal Mittag essen und das sacken lassen und gucken, wie es heute Nachmittag weitergeht. So, ich hoffe, mir hängt mein Gulasch jetzt nicht zwischen den Zähnen. Ich habe mit meinem Provisorium echt zu kämpfen. Aber egal. Mittagspause vorbei. Und trotz der vielen Störungen, es ist echt so, ich habe kaum das Essen in der Röhre. Geht hier oben Tür auf, Tür zu, Tür auf, Tür zu. Aber wir wollen uns ja nicht beschweren. Jedenfalls ist der Paketdienst jetzt durch. Und ich war trotzdem, es war DPD, aber ich warte nichts mehr. Eigentlich doch. Mein Mann hat sich für sein neues Handy entschieden. Es war bei Mediamarkt im Angebot und zwar nur noch bis heute. Und das hat er zugeschlagen, hat gesagt, günstiger wird es nicht mehr. Und es hat endlich ein Ende, dieses Akku leer und funktioniert nicht und ich habe die App nicht und ich habe die App nicht. Weil er hat noch ein Windows-Phone, das hatte ich früher mal. Und Windows aktualisiert die Apps ja nicht. Und es ist das Handy, das die in allen Bewertungen die beste Kamera drin hat. Also da ist Apple echt. Aber egal, er hat es jetzt, beziehungsweise er bekommt es. Aber wahrscheinlich erst am Donnerstag. Es ist schon auf dem Weg, aber mit DHL und DHL ist durch, also wird das erst am Donnerstag kommen. Wir haben ja den Feiertag. Aber ich war auch so effektiv. Man kann da nicht wirklich was bei erkennen. Das ist echt witzig. So, jetzt muss ich hier die Karte nochmal umdrehen. Also, wenn ich eine Idee im Kopf habe, dann skizziere ich mir die ganz häufig. Und das sieht dann so aus. Also ich kann das ruhig zeigen, weil da sieht man nicht wirklich viel bei. Ja, so sind meine Ideen skizziert. Und wenn ihr jetzt doch was gesehen habt, könnt ihr ja dann die Weihnachtsserie damit vergleichen, ob einer dieser Sketche, dieser Skizzen zu einer der gezeigten Karten zeigt. Bin ich ja mal gespannt. Also ich weiß alles noch nicht. Das sind jetzt nur Ideen. Ich weiß nicht, ob die sich wirklich so umsetzen lassen, ob es im Endeffekt gut aussieht oder ob ich noch ein bisschen was dran ändere. Aber das heißt, ich werde mir jetzt gleich wieder mein Hörbuch anmachen.
oder aber YouTube laufen lassen. Ich habe einen neuen Kanal entdeckt, oder der ist nicht neu, aber für mich ist er neu. Den suchte ich gerade ein bisschen und dadurch wird mir auch immer wieder was von den alten Videos von diesem Kanal angezeigt in meiner Startseite, auf meiner Startseite. Sucht mal auf YouTube Datteltäter. Herrlich. Herrlich, finde ich total witzig, finde ich gut, dass man mit solchem Humor damit umgeht. Ganz besonders schön finde ich im Moment den Rassismus-Workshop. Herrlich. Ich gucke noch ein paar andere YouTube-Kanäle, aber den, wie gesagt, der ist mir jetzt durch Zufall über den Weg gelaufen. Den finde ich echt gut. Wenn ihr Zeit und Lust habt und Humor versteht, und schaut euch mal die Datteltäter an. So, und ich werde jetzt hier erstmal aufräumen, damit ich nämlich wieder einen cleanen Arbeitstisch habe. Und dann anfangen, Weihnachtskarten zu basteln. Gucken, was draus wird. Mal sehen. Hier habe ich ja schon eine fertig. Und jetzt nach der Pause finde ich sie auch echt gut. Ob es dann unbedingt die finale Karte wird, weiß ich nicht, aber sie passt eigentlich als finale Karte her. Schauen wir mal. So, ihr Mäusel, ihr habt gerade schon mal wieder den Absturz hier geprobt. Geprobt, ihr seid nicht abgestürzt. Jetzt ist es laut dieser Uhr 5:05, aber es ist erst 5:06. Ich habe ein total verspanntes Genick. Ich freue mich auf den Feierabend. Hier sieht es aus wie Hulle. Das zeige ich euch jetzt nicht, aber ja, habe ich heute irgendwann mal was erzählt? Ich sei noch nicht so richtig im Flow. Ich hatte heute Nachmittag kurzzeitig mal einen Flow und habe ja meine Weihnachtskarten weiter gebastelt. Und ich habe jetzt 5 fertig. Ich hätte gerne, ich sollte euch vielleicht auch angucken, aber ich habe parallel noch was gesucht. Also ich habe jetzt 5 Karten fertig entwickelt. Das ist noch eine Skizze. Und von meinen Skizzen ist noch eine übrig, die ich noch versuchen werde. Ich habe auch eine 6. Karte fertig, aber ich habe beim Machen festgestellt, das sprengt einfach den Videorahmen. Die ist niedlich und süß, aber das sind einfach zu viele Schritte und dann wird dieses Video auch zu lang für diese Serie. Ich hole euch mal ein bisschen dichter ran hier, ihr seid so weit weg. So besser, ne? Ja. So, und zwar ist das die Karte zu diesem Sketch. Und fertig sieht die dann so aus. Die seht ihr irgendwann mal bei mir auf dem Blog. Ich habe halt diese Etiketten mir mehrfach ausgestanzt und ein bisschen koloriert und dann wie so eine Kette angeordnet mit ein paar Sternchen dazwischen. Und das war, die sieht so, ich bin jetzt auch nicht so wahnsinnig zufrieden damit. Ich hatte mir das ein bisschen schöner vorgestellt. Ich finde sie ganz nett, aber sie ist einfach viel zu aufwendig für diese Art Video. Deswegen kann ich euch die schon zeigen. Die wird es in den 12 Karten Weihnachten nicht geben. Die anderen Karten, die sind okay. Ich bin jetzt auch so beim Durchblättern, auch vom Hauptkatalog nochmal, sind mir so ein, zwei Ideen gekommen. Das heißt, da werde ich weitermachen. Aber ich habe jetzt schon mal 5 Ideen. Womit ich im Moment nicht so wahnsinnig viel anfangen kann, ist das Set. Die Framelits sind ganz schön gewaltig groß. Aber das soll auf alle Fälle gebastelt werden. Da wird mir auch noch was zu einfallen. Das ist, glaube ich, auch von der Größe her gut. Das ist schnell eine Karte gefüllt. Das ist für das Videoformat vielleicht genau das Richtige. So, oh, mein Genick. Sven hat schon angerufen, dass es heute wieder später wird. Er läuft wieder Gefahr, von seinem Chef nach Hause geschickt zu werden. Mal sehen, wann er aufschlägt. Ich werde jetzt hier auf alle Fälle zusammenräumen, werde meine Buchhaltung einpacken. Aber nicht, weil ich morgen so wahnsinnig viel Buchhaltung machen will, sondern weil ich einfach den Ordner wegsortieren will. Ich habe ja meine Buchhaltung noch nicht gemacht und ich habe im September relativ viele Geschäftsvorfälle, sodass mein Ordner, der nicht hier oben liegt, sondern wo ist? Fragezeichen, wahrscheinlich unten. Aus allen Nähten platzt und die letzten Bestellungen und Lieferscheine, das einfach mal durchsortieren und wegsortieren, dass ich mir einen Ordner mache für die Buchhaltung jetzt September, dass ich das dann nächste Woche wegbuchen kann und alles andere dann jetzt schon aktuell wieder in meinen normalen Buchhaltungsordner, den kennt ihr ja, den bunten. Das werde ich morgen machen. Ich werde morgen vielleicht auch noch mal ein paar E-Mails beantworten, je nachdem wie das Wetter ist.
Und dann habe ich eigentlich nicht vor, morgen den ganzen Feiertag am Rechner zu sitzen. Ich glaube, das ist auch kontraproduktiv für ihre Ehe. Wer ruft denn jetzt noch an? Hier. Na? Na, ja, Tommy schmeißt mich raus. Ah, du bist noch gar nicht. Nee, Sven Grabe geschäftlich. Sven Grabe Firma. Genau. Ja, du bist gerade in the video. Was bin ich? In the video. Im Video. Sag hallo. Ich zieh mich eben um und dann mache ich mich auf den Weg. Ja. Ne? Ich glaube, wir brauchen noch Brötchen für morgen. Wir brauchen noch Brötchen für morgen und noch ein bisschen was zu essen für morgen. Das hole ich noch. Für die warme Küche? Ja. Da kann ich auch einen ausgeben. Bist du Schwerverdiener? Ja, dann gibst du einen aus. Dass jemand anderes für uns kocht. Okay. Ich muss nur für Donnerstag vorkochen. Mach ich mir ein paar Spaghetti. Ja, machst du dir Spakowskis. Ja. Ja, ja. Okay. Na? Okay. Alles klar. Bis gleich. Tschüss. Das habe ich jetzt gar nicht gesehen, dass er von der Firma aus anruft. Der hat immer das gleiche Bild, mein Svenny. Ja, habt ihr gesehen, ne? 17:50. Chef schmeißt ihn raus. Dann werde ich gleich nochmal einkaufen gehen. Und bleibt morgen die Küche kalt. Kocht morgen jemand anderes für uns. Vielleicht der Chinamann. Naja, wenn das Wetter schön ist, fahren wir vielleicht zum Captain's Dinner. Mal gucken. Ist ja nicht süß. Ich muss morgen nicht kochen. Naja, so. Dann werde ich jetzt mal aufräumen und dann gehen wir in Feierabend und in den Feiertag. Und ich glaube, für diese Brötchen werde ich nachher wieder ewig anstehen. Okay, also, see you later. Put it all behind. Remember you and I. Hallo. Moin. Moin. Aus Hamburg. Ich kneife trotzdem die Augen, trotz Sonnenbrille. Ja. Wir sind an den Landungsbrücken. Wir spielen heute Maturis in der eigenen Stadt. Genau. Mein Mann hat gemeint, wir müssten mal in die frische Luft. Genau. Wir sind übrigens hier, was die Luftqualität angeht, am schlechtesten Standort Deutschlands. Mal so ganz nebenbei. Haben wir gestern im Radio. Aber ja. Schön, dass du es trotzdem. Aber wir brauchen den Dieselgeruch. Wir sind ja Team Landungsbrücken und nicht Team Alster, ne? Ja, neulich waren wir mal hier. Neulich, ist schon ein bisschen her, aber. Und da war auch so eine Touri-Tante und die hat gesagt, ist ja ganz schön hier, was mich so stört, ist der Dieselgeruch. Da haben wir beschlossen, wir sind Team Diesel. Der Quatsch, Team Landungsbrücken. Ja, unser Schloss ist nicht mehr da. Wir haben eben geguckt, unser Schloss hing ja immer gegenüber von der Wickmas. Aber da sind sie ja fleißig am Bauen. Ja, wir gehen jetzt nochmal eine Runde rauf und runter und dann genau, gehen wir zum Captain's Dinner. Da sehen wir uns gleich wieder. Bis dahin. Tschüss. Climbed up in those dreams.
through all this old town. Just leave it all behind. River's gonna cry when you're gone. Wir sind satt. Und unsere Bahn kommt gleich. Ja. Ja. Ausflug beendet, jetzt ist es nämlich auch langsam ein bisschen frisch. Jetzt geht's gleich nach Hause auf die Couch. Ist dir das gerade unangenehm, dass wir in der Öffentlichkeit sind? Nö. Thomas, ja. Was so. Ungewohntes. Unsere Bahn. Jetzt wird mein Mann ungemütlich. Genau. Ich komm noch gar nicht irgendwann. Doch, ich sehe die doch schon. Du siehst sie schon? Ja. Zeig mal. Da drüben. Ach so. Wie sich Petsch fühlt. Da, nee. Nee, das ist. Das ist die Bahnerseite. Ja. Ich habe nur eine Bahn gehört. Genau. Ja, war sehr lecker. Oh ja, voll gefressen. Im Kettensdinner. Wir haben Kann mal eben Ihnen empfehlen, noch, ne? Wir haben mal eben noch einen Apfelstrudel hinterher gegessen. Ich glaube, der hätte nicht sein müssen. Doch, der war lecker. Ja. Ja, siehst du. Satt. So, ja? Und jetzt geht's nach Hause auf die Couch. Alles klar. Tschüss. Nächster Halt, Brüningsmarkt.